Unser Kooperationspartner, das Berliner Meinungsforschungsunternehmen CIVE, hat eine kleine Analyse der letzten repräsentativen Umfragen gemacht zu den Kernthemen unserer Veranstaltung: Digitalisierung, was hat die Pandemie gemacht, Klimaschutz. Und ja, die zentralen Ergebnisse wollen wir Ihnen immer zu Beginn des Tages, also jetzt und morgen früh zur gleichen Zeit, kurz vorstellen. Und wenn ich sage wir, dann ist das nicht ganz richtig. Das wird Ihnen vorstellen Judith Klose. Sie ist Vice President Communications bei CIVE und sie gibt uns jetzt einen kleinen Faktencheck zur Lage der Nation. Guten Morgen, liebe Judith. Herzliche Grüße nach Berlin. Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Morgen aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich als Faktencheckerin hier morgens eingeladen wurde, denn es ist genau das, was ich heute machen möchte. Wir alle haben ein Gefühl dafür, wie es unserem Unternehmen geht oder vielleicht auch noch, wie es unserer Branche geht, wie wir selbst von der Pandemie durchgewirbelt wurden, wie Homeoffice und Zoom-Konferenzen unsere Arbeitsabläufe und besonders den Betrieb verändert haben. Und ich möchte ein paar Daten mitgeben, die Sie durch den Tag begleiten. Ein paar Sachen, die sich verändert haben, ein paar Learnings, die wir vielleicht auch schon ziehen können aus der Pandemie. Und ich möchte vor allen Dingen auf drei Herausforderungen eingehen, die uns alle bewegen: dem Arbeiten von morgen, dem Wirtschaften für die nächsten Generationen und auch zur Digitalisierung heute und morgen. Vielleicht noch kurz ein Satz zu CIVE. Wir haben die Branche, die Markt- und Meinungsforschung grundlegend verändert, denn wir bieten repräsentative Daten in Echtzeit. Wir bieten also Unternehmen fortlaufend und immer aktuell Daten zu ihren Marken, aber auch zu gesellschaftlichen Trends in ihren speziellen Zielgruppen. Wir verbinden quasi klassische Statistik und künstliche Intelligenz. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz zeigen. Bevor wir in die drei Herausforderungen eingehen, würde ich Ihnen ganz gerne einmal sagen, wie es uns eigentlich geht. Sowohl als Gesamtgesellschaft, aber auch speziell dem Mittelstand. Hierzu möchte ich ein paar Zahlen präsentieren. Die erste Nachricht ist: uns geht es gut. Sie sehen jetzt hier ein paar Zahlen, die wir erhoben haben. Und wir haben sehr langfristige Erhebungen gemacht. Und Sie können hier quasi sehen, dass wir die Leute gefragt haben, wie sie eigentlich Deutschland in der Pandemie wahrgenommen haben. Und Sie können also hier sehen, dass im Endeffekt die Deutschen gerade im ersten Corona-Jahr durchgehend optimistisch waren. Erst Anfang Januar ist hier ein großer Einbruch zu verzeichnen. Eine quasi erste Krise kann man eigentlich erst nur in diesem Jahr festmachen. Und diese typische German-Angst, von der immer gesprochen wird, war im Endeffekt nur im ersten Quartal auch zu sehen, wo der Pessimismus immens angestiegen ist im Vergleich zu anderen. Wir haben darüber hinaus die Deutschen auch gefragt, was eigentlich Begriffe sind, die die aktuelle Gefühlslage widerspiegeln. Und das möchte ich auch ganz gerne als Botschaft in diesem Kongress heute mitgeben. Denn Zuversicht ist das Wort der Zeit. Sie können auch hier sehen, wir haben verschiedene Wörter abgefragt. Zuversicht, Kontrollverlust, Wut sind die drei sehr dominanten Sachen, die uns gezeigt wurden. Und die Zuversicht ist quasi eigentlich auch im ganzen letzten Jahr zu sehen gewesen. Und sehen wir hier immens wieder, wir sind momentan bei fast jeder Zweite ist zuversichtlich momentan. Während Wut zum Beispiel nur von 22% der Deutschen momentan wahrgenommen wird. Zu Höchstzeiten, gerade so rund um Ostern im Frühjahr, war tatsächlich eher Wut, Kontrollverlust das, was uns geprägt hat. Was wir aber insgesamt sehen können, dass gerade diese Corona-Pandemie eine unglaubliche Dynamik in der Gesellschaft auch ausgelöst hat. Also normalerweise, wir erheben Daten schon sehr lange über längere Zeiträume, waren viele Unterschiede gar nicht wahrzunehmen. Aber gerade Corona hat dazu geführt, dass es doch sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen gibt zu Politik, zu Demokratie, zu Parteien, aber auch natürlich zu der Wirtschaftssituation. Und genau dazu möchte ich jetzt kurz einmal sagen, was bedeutet das eigentlich gerade für die Wirtschaft? Wir haben Berufstätige im Land gefragt, wie sie die wirtschaftliche Lage ihres Arbeitgebers einschätzen. Und 2/3 der Beschäftigten im Land geben eine positive Einschätzung zum Arbeitgeber ab. Rund 16% sagen, dass es quasi eher nicht rosig ist. Und davon ist es vor allen Dingen 6% sogar sehr schlecht. Aber wir erkennen hier auch einen klaren Gap, sowohl zwischen den Branchen als auch zwischen den Unternehmensgrößen. Wir haben hier mal verschiedene Branchen rausgesucht, die vor allen Dingen in den letzten Jahren viel im Fokus standen: Pflege, Handel, Gastronomie, aber natürlich auch die Automobilindustrie. Und hier können wir sehen, wenn wir einmal das ausschalten, wem geht es also gerade wirklich schlecht? Dann können wir sehen, dass es weiterhin die Beschäftigten im Tourismus sind und in der Gastronomie, die weiterhin große Zukunftsängste haben, die eine schlechte Bewertung der Zukunft abgeben, während beispielsweise Leute im Pflegebereich, Beschäftigte im Pflegebereich, doch eher optimistisch sind bezüglich der Sicherheit ihres Arbeitgebers. Unterschiede erkennt man auch bei der Größe des Unternehmens. Also wir sehen hier zum Beispiel Selbstständige.
die tatsächlich bei der Frage, ob die Pandemie existenzbedrohend ist, trotz der staatlichen Hilfsmaßnahmen, mit fast ein Drittel sagen, ja. Man kann also hieran sehen, dass wahrscheinlich bei den Selbstständigen Corona-Hilfsprogramme weniger angekommen sind oder einfach weniger Hoffnung erzeugen. Und sie zählen somit eher zu den Verlierern der Pandemie als zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen oder auch größere Unternehmen. Sie können also hier quasi sehen, dass eigentlich je größer das Unternehmen ist, desto sicherer fühlen sich die Beschäftigten eigentlich auch bei ihrem Arbeitgeber. Kommen wir also zu den drei Herausforderungen, die ich eben gerade schon skizziert habe. Denn worin bestehen sie, wenn es eigentlich den Unternehmen gerade gut geht? Und es sind drei Sachen, über die ich heute kurz sprechen möchte. New Work und Fachkräftemangel, die digitale Transformation und das Thema wertebasiertes Arbeiten. Denn genau diese Trends wurden durch Corona nicht unterbrochen und zum Teil sogar verstärkt. Für unseren Kunden Faktor 3 und dessen Kunden Microsoft haben wir zum Beispiel eine spannende Studie unter Mittelständlern erhoben, worüber sie sich eigentlich gerade Sorgen machen. Und das ist mit Abstand der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Gefolgt von der nicht teamfähigen Unternehmenskultur. Ganz auf den hinteren Plätzen finden wir, das Geschäftsmodell ist in Gefahr oder finanzielle Nöte. Das heißt, wenn wir quasi auf diese Punkte hier eingehen, dann sehen wir da quasi, dass das Thema HR, Employer Branding, das Arbeiten in Zukunft im Endeffekt die vorderste Herausforderung ist. Und dass im Endeffekt die Unternehmen sich vor allen Dingen darüber Gedanken machen müssen, wie sie Sicherheit, aber auch Teamgeist und sinnstiftendes Arbeiten miteinander in Einklang bringen müssen. Das zeigen auch unsere Zahlen zum Thema, was eigentlich gute Arbeit ausmacht, also was ihre Beschäftigten eigentlich von ihnen in Zukunft möchten. Und hier sehen wir, dass es im Endeffekt auch drei Sachen sind, die an vorderster Front sind. Der sichere Arbeitsplatz, die Sicherheit ist wirklich das Relevanteste, dicht gefolgt von der abwechslungsreichen Tätigkeit und danach kommt quasi das Team, angenehme Kolleginnen und Kollegen. Es zählt somit nicht mehr das hohe Gehalt oder Anerkennung als Primäres, sondern es sind diese Aspekte, die ich eben schon genannt habe, Sicherheit kombiniert mit Team und Sinnhaftigkeit. Was ich auch einmal Ihnen heute noch mitgeben will, ist die Frage von Reputation. Denn Reputation ist das wichtigste Gut, was Sie haben, was Sie auch nicht leicht mit Marketing kaufen können. Und hier ist die Frage, wie finden Sie neue Mitarbeiter? Das ist auch wichtig, wie werden Sie wahrgenommen? Und bei dieser Umfrage sehen wir, dass natürlich gerade der Punkt Produkt- und Servicequalität an vorderster Front ist. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber danach folgt sofort der soziale und ökologische Einsatz, der wirtschaftliche Erfolg und die Arbeitgeberattraktivität. Diese vier Aspekte, Qualität, wirtschaftlicher Erfolg, guter Arbeitgeber und Ihr persönlicher Einsatz für Soziales und Ökologie, bilden quasi ein Quadrat der Reputation, was Sie auf jeden Fall mit in Ihrer Unternehmensstrategie mit bedenken müssen. Was können wir also als Corona auch lernen? Was soll bleiben? Und das ist die Frage der Flexibilität. Wir sehen also hier, dass gerade der Wunsch nach flexibleren Anwesenheitszeiten und Homeoffice ganz vorne sind. Das ist das, was die Beschäftigten auch weiterhin von ihren Arbeitgebern fordern und direkt gefolgt auch von kürzeren Arbeitszeiten. 30% wünschen sich eine Arbeitszeitverkürzung, was auf ihrer Seite natürlich wieder zu erneuten Fachkräftemangel führen kann. Damit einher geht natürlich die Frage der digitalen Transformation. Gerade die Unternehmen, die auf digitale Geschäftsmodelle setzen, können als Krisengewinner gesehen werden. Auch für uns als Markt- und Meinungsforscher war es nicht viel leichter, durch die Krise zu kommen, weil wir keine Callcenter oder Testzentren hatten, sondern unsere Daten komplett online erheben. Aber sei es nur das Möbelhaus, das trotz der Renovierungsfreude im Lockdown nicht davon profitiert hat, da nur Online-Möbel bestellt wurden, oder die Bank, die sich schnell auf digitale Konkurrenten in der Krise einstellen musste. Diese digitale Transformation beschäftigt uns alle. Wir begleiten hier sehr viele Unternehmen auf dem Transformationsprozess und es ist schon spannend zu sehen, dass im Endeffekt nur 4 von 10 Beschäftigten in einem mittelständischen Unternehmen der Meinung sind, dass Corona dazu geführt hat, dass sie digital besser aufgestellt sind in der Zukunft. Stattdessen sagt 1/3 der Beschäftigten, dass das nicht der Fall ist. Hier sehen wir also wirklich noch sehr viel Potenzial nach oben und die Unternehmen müssen in Zukunft auf jeden Fall noch stärker das Thema digitale Transformation auch mitdenken. Wir haben diese Unternehmen, die quasi die Entwicklung gemacht haben, gefragt, was denn quasi auch besser gemacht wurde. Und hier sehen wir, dass es vor allen Dingen flexible Arbeitszeitmodelle, verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und effiziente Arbeitsweisen sind. Das heißt, auch hier wieder der klare Fokus auf Internes, auf HR
wären zum Beispiel Geschäftsmodelle, wettbewerbsfähige Prozesse und auch vielfältige Kundenbeziehungen nicht an erster Stelle stehen. Das heißt, es wurde eine sehr klare Fokussierung auf interne Prozesse gelegt in Corona und weniger auf das Geschäftsmodell, Vertrieb etc. Zum Schluss möchte ich noch kurz eine Herausforderung weiter benennen, und zwar das dritte Element, die Frage von wertebasiertem Arbeiten. Thomas Schmidt von Haniel spricht ja heute auch bei Ihnen und die erzählen ja zum Beispiel auch viel vom enkelfähigen Wirtschaften, sodass die kommenden Generationen mit in die Unternehmensstrategie eingebaut werden. Und hier finde ich es so sehr spannend zu sehen, dass mehrheitlich eigentlich die Menschen erwarten, dass Unternehmen sich politisch neutral in der Öffentlichkeit darlegen, also dass sie keine öffentliche politische Haltung haben. Wir haben auch vergleichsweise ähnliche Fragen im Bereich CEOs. Das heißt, je höher die Ebene, die Spitzenebene, desto eher wird eigentlich verlangt, dass sich zum Beispiel Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auch an gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen. Vor allen Dingen hier an dieser Generation 30 bis 39. Diese Gruppe verlangt immer stärker auch politische Haltung von Unternehmen. Das waren jetzt ein paar Insights von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf den Tag und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Daten benötigen, melden Sie sich gerne. Ich kann Ihnen auch gerne ein paar Daten von heute zuschicken. Schreiben Sie mir gerne an presse@cw.com. Und nun freue ich mich auf den weiteren Tag. Ja, liebe Judith, vielen Dank. Da waren ja jetzt schon ein paar wirklich spannende und interessante Ansätze dabei. Uns geht es gut als erste Nachricht bei einem Einstieg in eine Konferenz. Was will man eigentlich mehr? Und die zweite, Zuversicht ist das Wort der Zeit. Also das habe ich mir gemerkt. Natürlich viele andere Sachen auch. Wir werden auf das ein oder andere Thema, wie gesagt, im Laufe der beiden Tage zu sprechen kommen.